Helft mir mal hier! Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr, mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Kommt, war doch nur ein kleiner Streitoffizier. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Ja, jetzt willkommen zur 33. Folge von Assassin's Creed 3. So. Ich musste eben die Aufnahme abbrechen, weil, naja, ich es ein paar Mal nicht geschafft habe und so. Und naja, okay, Controller kaputt und so. Und naja, alles kaputt jetzt. Ja, machen wir weiter. Ich hoffe, das hat's jetzt drauf. So. Weiter geht's. Vermisst, Süßer? Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr, wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben euch noch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich hab da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus. Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus. Wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul. Erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul! Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders.
Juhu, was dürfen wir jetzt machen? Steh auf. Hier haben wir wahrscheinlich einen Eimer zum Reinscheißen. Ja. Ich glaube, da gehe ich besser nicht drauf. Ich sag's dir, er wird von hier fliehen. Wir sollten uns anschließen. Ja? Und wie kommst du darauf? Der hat im Hof irgendwas geschnitzt. Steckte es schnell in die Tasche, als er mich sah. Sah aus wie ein Schlüssel. Bestimmt nur ein Messer. Nein, Mason kämpft nicht. Der lügt und betrügt, um Ärger zu vermeiden. Weasel Weems nennt man ihn. Den Schweinehund. Komm schon, Finch, so übel ist er nicht. Machte mir sogar ein paar Buchstaben bei. Ich werde nämlich meine alten schreiben. Wozu? Glaubst du, die Schlampe sitzt rum und verzehrt sich das hier? Spart sich auf für deine Freilassung? Hä? Die hat bestimmt längst den nächsten Kerl und den übernächsten. Halt bloß dein Maul, sonst stopp ich hier. Halt dich ab. Mann und sitz. Ja, kann ich aber nicht drüber lachen. Schlafen gehen. Na gut, von mir aus. Mach schon. Ich will das jetzt so schnell wie möglich hier hinter mir haben. Steh auf! Wo gehen wir hin? Mach keinen Ärger, sonst stecken wir dich ins Loch. Steck dich gleich. Was glaubst du so, Halblut? Kann ich mich nicht mal wehren hier? Was soll der Scheiß? Du sprichst meine Sprache nicht, oder? Soll ich dir Vernunft in dein Dickschädel prügeln? Ich prügel dir gleich Vernunft in deinen Dickschädel. Sobald ich hier irgendwie kämpfen kann. Ah, okay. Jetzt kann ich. Wieso entdeckt? Mann, suchen die jedes Mal einen Grund für irgendwas. Natürlich wurde ich entdeckt. Ich sollte versuchen, diesen Weems zu finden. Wenn er fliehen will, kann er mir vielleicht helfen. Nein, ich will nicht spielen. Vergiss es. Mason Weems? Kann sein. Ich brauche Hilfe. Oh? Man sagt, du kennst einen Weg hier raus. Man sagt eine ganze Menge. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wie schade. Ich hatte gehofft, du spielst eins mit mir. Na gut. Bist du vertraut mit den Regeln? Nein. Okay. Ja, wie auch immer. Irgendwo schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Muss ich gewinnen, um zu gewinnen? Oder reicht's, wenn ich verliere? Alter, mach irgendwas! Hallo? Worauf wartet ihr? Ach so. Da du ja meinen Namen bereits kennst, wie ist deiner? Con. Schön, dich zu treffen, Con. Guter Zug. Echt? Also, was führt dich nach Brightwell? Ein Verrat, ich wurde fälschlich angeklagt. Natürlich wurdest du. Hat er seinen Satz jetzt nicht beendet? Du glaubst mir nicht? Warum sollte ich? Bei der Visage? Du irrst dich. Ich bin ein ehrlicher Mann. Und trotzdem wurdest du eingesperrt. Wie kam es, dass du hier gelandet bist? Das ist eine Privatsache.
Hä? Wenn es so weitergeht, ist der Sieg dann. Ich wollte einen Mord verhindern. Oh. Jemand, den ich kenne? Was? Das habe ich durchschaut. George Washington. Na gut, ich muss nicht weiterspielen. Du wurdest angestiftet, richtig? Wollten sich wohl mal wieder amüsieren auf Masons Kosten. Narren, allesamt. Über solche Themen scherzt man nicht. George Washington ist tapfer wie kein Zweiter. Loyal wie ein Bruder. Ein tadelloser Charakter mit unerschütterlichen Überzeugungen. Der Mann ist unser Jupiter Conservator. Er führt uns nicht nur zur Freiheit, sondern zur Größe. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Verräter. Also dann verstehst du nun, warum ich hier unbedingt raus muss? Wenn ich ihm nicht helfe, dann wird man ihn ermorden. Das ist dein Ernst, oder? Also gut. Aber es wird nicht einfach. Sieh mal, alles hängt an meinem selbstgemachten Schlüssel. Doch dieser Finch nahm ihn mir ab. Hab 3 Monate daran geschnitzt. Hol ihn zurück, oder wir gehen nirgendwo hin. So gut wie erledigt. Okay. Muss ich jetzt also wieder da hoch, oder was? Kein Grund zur Aufregung. Okay. Der Schlüssel ist nutzlos. Was glotzt du mich so an? Suchst du etwa nach einem Gatten? Sie sehen abschreckend aus. Das ist ja auch gut, wenn es um Hilfe war. Muss ich runter? Sag's doch gleich. Dein Schlüssel ist nutzlos. Was meinst du? Er passt nicht ins Schloss. Das soll er auch gar nicht. Du schnitzt einen Schlüssel, der nicht passt? Komm drauf an, was genau du mit passen meinst. Er bringt uns hier raus. Nur nicht so, wie du dachtest. Wie sonst? Du benutzt ihn, um den Schlüssel des Direktors zu bekommen. Du musst ihn gegen seinen tauschen. Warum nehme ich nicht den echten Schlüssel? Wozu die Extraarbeit? Er könnte merken, dass er ihn nicht mehr hat. Doch so ist er völlig ahnungslos. Und wenn er ihn benutzen will? Wird er nicht. Eben deshalb ist er unser Ziel. Wie komme ich an ihn ran? Ja. Dieser Teil wird dir nicht schmecken. Als ob ich die andere mochte. Raus damit! Zettel einen Kampf an. Was? Eine Schlägerei. Dann werfen sie dich ins Loch. Wie um alles in der Welt hilft uns das? Der Direktor bewacht das Loch. Nur so kommst du an ihn heran. Das muss man dir lassen. Du hast den Plan, mein Leben zu riskieren, sehr gut durchdacht. Erledige so viele du kannst. Ein oder zwei sind nur Unterhaltung für die Wachen. Du musst sie richtig ärgern. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Bleib nur am Leben. Kann's ja versuchen. Yeah.
Hey, wie soll das denn bitte schön gehen? Ihr seid nichts als Schweine, die an den Zitzen der Gesellschaft nuckeln. Diebe und Halunken, allesamt. Und steht ihr etwa dazu? Bereut ihr und winselt um Vergebung? Nein, ihr plant stattdessen neue und noch schlimmere Verbrechen an diesem Ort der Rehabilitierung. Klar, da steht da eine. Hat er natürlich nicht gemerkt, ne? Passen, keinen Alarm auszulösen. Ist Hickey hinter dieser Tür. Das ist der Block für wichtige Gefangene. Nette Zellen, mehr Platz, sowas in der Art. Auch im Gefängnis kommt es wohl nur darauf an, wen man kennt. Vielen Dank, Mason, für alles. Ich finde einen Weg, mich erkenntlich zu zeigen, wenn meine Arbeit getan ist. Okay. Kann ich den nicht mal kurz hier und so? Oh nein, das werde ich nicht. Geschafft, bevor er mich gesehen hat. Nicht der, den du erwartet hast, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Hatten wir deinen Orden nicht ausgelöscht? Das würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenne ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig. Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinsten? Ich weiß, dass das Volk frei sein will. Und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte, dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte, macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich, seine militärische Vergangenheit umso mehr. Ich könnte fortfahren, doch das würde Tage dauern, so vielfältig sind seine Fehler, so fragwürdig seine Verdienste. Man muss sich seiner annehmen. Und deine auch. Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird es ablaufen. Erst fessel mir dich und bring dich in deine Zelle. Dann, schon morgen, trittst du vor den Richter. Angeknackt des Mordversuchs am guten alten Georgie. Vielleicht ja auch wegen des Mordes an dem Direktor. Hast ihn ja auch ermordet, oder? Und wem würde man Glauben schenken? Charlie oder dir?
Sobald das erledigt ist. Nun dann. Vor all diesen Jahren. Das Kind in den Wäldern, das warst du. Ich sagte, ich finde dich. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, warum ich dich bat. Doch nun ist es zu spät. Aha, wieder was beendet. Mission beendet. Natürlich. Volle Synchronisation. Mal wieder. Haben wir ja so selten. Mal. Hm. Hoch! Hoch mit dir! Ich sag, wir stehen auf! Geh! Mach's gut! Und jetzt? Was darf ich jetzt machen? Irgendwie muss ich mich ja befreien, ne? Du schon mal am Lagerhaus? Da treffen sich die Schläger, um sich zu messen. Mit anderen ihres Schlags. Hallo, Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, ne? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Haytham sorgten dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter! Also, ja. Machen kann ich nicht viel, nur laufen. Bisschen blöd jetzt. Hä? Geht nicht. Verdammt, was ist hier los? Hab noch beide Hände frei. Warum kann ich jetzt nicht hier irgendwie ein bisschen losrennen und... Naja. Okay, werde ich also einfach weiterlaufen. Was sollte das denn jetzt? Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht?
musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Läuft er einfach durch. Nichts. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und dann sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuführen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Muss Hickey stoppen. Los! Aha, so einfach war das. Okay, ich mache hier kurz einen Cut und in der nächsten Folge geht's weiter. Also, bis dann!